Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Joscho. Heute wieder mit einem Mediabook-Unboxing. Ich habe hier The Art of War von Nameless im Retro-Cover hier. Ist auf jeden Fall ein cooler Film. Freut mich endlich, den auch mal auf Blu-ray jetzt zu haben. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Müsste ich mir mal wieder anschauen. Auf jeden Fall ist das Mediabook auf 444 Stück nummeriert, limitiert. Und ja, ich sehe schon natürlich wieder mit Spotlack, wie man es gewohnt ist. In der gewohnten Nameless-Manier, sage ich schon. Das ist schon immer eine Hausnummer. Und auf jeden Fall einer der besseren Wesley Snipes-Filme gewesen. Gut, er hat schon einige gute gemacht, das darf man jetzt nicht sagen, aber der ist auch auf jeden Fall Hammer. Und da würde ich sagen, wir gehen gleich mal in die andere Perspektive und schauen es uns mal an. So, und dann schauen wir es uns mal an, wie man es gewohnt ist von den Retro-Covern. In der Mitte ein glänzendes Bild, außenrum matt. Hier unten haben wir noch Action-Spielfilm im Glanz. Das Bild schaut ein bisschen grieselig aus. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das Bild nicht mehr hergab. Kann ich jetzt hier nicht sagen. Dann schauen wir uns mal ins Bein an. Genau, auch hier. Mit Spotlack veredelt. Gefällt mir. Und auch die Rückseite, wie gewohnt von Nameless. Die Bilder in Glanz. Und hier sieht man, da habe ich die Nummer 163 von 444 Stück. Cover C, genau. DDS HD Master 5.1 auf der Blu-ray, gefällt mir auch. Jo, dann schauen wir mal rein. So, dann haben wir hier erstmal die Blu-ray. Ja, schon mal bedruckt. Schon mal schöner wie manche Firmen, die eine bedrucken. Gefällt mir dann immer nicht, aber das ist schön bedruckt. Gefällt mir. So, die legen wir erstmal schön fein zur Seite. Donald Sutherland hat schon immer so einen bösen Blick irgendwie, gell? Auch richtig feste Seiten. Ich glaube, die könnte man nicht einmal zerreißen, wenn man sie zerreißen möchte. Ja, es sind jetzt nicht ultra viele Seiten, aber ich finde, es reicht und schön eingenäht, wie man es kennt. Und dann haben wir hier noch die DVD. Auf jeden Fall richtig cool, dass sie den Film rausgebracht haben, dass man den auch mal auf Blu-ray hat. Und jetzt noch ein Mediabook, ist umso schöner. Ja, nämlich weiß man halt, was man hat. Das würde ich jetzt nur gerne wissen, ob das gewollt ist, der Griesel-Effekt hier. Oder ob das Bild nicht mehr hergab, aber ich denke, das ist gewollt. Genau. Jo, dann gehen wir wieder zurück in die andere Perspektive. Ja, und wir sind zurück und der Stuhl quietscht immer noch. Ja, Nameless, ich sag's immer wieder, ich habe es schon so oft gesagt, Nameless Mediabook, du weißt ja, was du hast. Gut, die machen jetzt nichts am Vitopine, dass sie noch den Film aufwerten mit Ton bearbeiten und so weiter. Aber wenn man rein nur vom Mediabook ohne vom Film ausgeht, einfach immer wieder sagenhaft in ihre Mediabooks, kann ich auch jeden ans Herz legen. Auch diesen Film kann ich jeden ans Herz legen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hau rein. Servus.